Leute und damit herzlich willkommen zu dem Video. Heute mache ich ein weiteres Q&A zusammen mit Silke Leopold. Und wer bist du? Silke Leopold. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem dritten Teil des Q&A mit meinen Jungs. Ich hatte vor Monaten ja schon mal ein Video dazu gemacht und euch aufgefordert oder euch um Fragen gebeten. Es gab ja auch in den letzten Jahren immer wieder Fragen zu meinen Kindern und unserem alternativen Lebensstil. Und da sind ganz viele Fragen bei uns eingetroffen. Und einige davon haben wir schon in den ersten beiden Teilen beantwortet. Die werde ich jetzt auch in den nächsten Minuten oben in den Infokarten verlinken, wer diese Videos noch nicht geschaut hat. Heute beantworten wir wieder ein paar Fragen aus dieser langen Liste. Los geht's mit einem Fragenkomplex. Ich lese diesen erstmal vor. Haben Simon und Silas einen Computer oder ein Handy bzw. Tablet? Und wenn ja, wie oft dürfen sie es nutzen? Was sind eure Lieblingstiere und mögen die beiden die Stadt Leipzig? Und wann kommen die Jungs mal richtig in ihren Videos vor? Liebe Grüße, sendet ihr Fan Marvin. Und ich würde sagen, wir beantworten erstmal die ersten beiden Fragen nach Computer, Handy und Tablet und wie oft ihr es nutzen dürft. Ja, also, ich habe einen Laptop und ein Handy. Mit mir? Ja, und ja, ich darf es meistens so 13 oder 15 Uhr benutzen halt. Nachmittags. Ja. Ich habe ein Tablet, ich nutze jetzt halt den Laptop und ich habe ein Handy und ich darf es auch nachmittags benutzen. Also die Jungs haben beide ein Tablet, die teilen sich einen Gaming-Laptop und Silas nutzt manchmal mein Handy und Simon hat seit Februar ein eigenes Smartphone, war zur Kur mit seinem Papa, hat vom unserem Mitbewohner das alte Handy bekommen und seitdem nutzt er das auch, leider manchmal viel zu oft, wie ich finde. Also ich hatte, glaube ich, schon mal 2017 mit der Nadine Hagen zusammen ein Video gemacht, da ging es um die Tablet-Nutzung unserer Kinder und da haben wir auch ein bisschen so die kritischen Momente haben das auch ein bisschen kritisch beobachtet, dass die Jungs dann eben auch, oder dass die Kinder oft die Kreativität verlieren außerhalb des PCs oder des Laptops. Also ich habe das zumindest bei Simon festgestellt, dass er nicht mehr so viel zeichnet, wenn er zu viel am Tablet spielt. Und genau, jetzt nach 2 Jahren muss ich das immer noch feststellen, wenn es keine Reglementierung gibt, dann verlieren sich die Kinder drin. Also es gibt mal Zeiten, da können sie wirklich so viel spielen, wie sie wollen, aber es gibt auch Reglementierung, es gibt auch mal Tage, wo sie überhaupt nichts spielen, also weder ihren Laptop noch Tablet oder Handy zur Hand nehmen. Dann gibt es Tage, wo das mal auf 1-2 Stunden begrenzt ist. Also es ist eine gute Mischung, aber ich bemerke immer, es ist immer besser, wenn ich es reglementiere, weil sie dann eben noch ihre Kreativität noch anders ausleben. Dass sie mehr lesen. Silas ist eher so der Leser. Oder dass Simon mehr zeichnet. Oder wir sind halt auch gerade im Sommer viel mehr draußen in der Natur. Also es ist einfach eine vielfältigere Beschäftigung in der Freizeit, wenn es reglementiert wird. Sonst wäre es dann immer nur Handy, Tablet und PC. Ich spiele dann meistens Spiele, was spielst du zum Beispiel? Ja, zum Beispiel gerade meistens Sea of Thieves und gestern habe ich auch mit dem French Roblox gespielt und Draft und so andere Spiele halt noch, zum Beispiel Fortnite und so spiele ich auch. Genau, meistens werden halt Spiele gespielt oder ihr schaut euch auch YouTube-Videos an. Ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwie im Ladebildschirm von irgendwelchen Spielen bin oder warte, bis mir ein Freund antwortet. Also meistens spielt ihr auch mit anderen zusammen. Silas spielt zum Beispiel selten allein, also erwirbt ja dadurch auch bestimmte Kompetenzen, wenn man mit anderen zusammenspielt und Strategien entwickeln muss und Kompromisse eingehen muss. Das ist ja auch schon eine gewisse Kompetenz, die man dann erwirbt oder eben auch sich im Internet zurechtzufinden, bestimmte Informationen zu suchen, was wir auch manchmal zusammen machen. Also das ist auf alle Fälle was ich auch schon sehe, dass es auf alle Fälle Vorteile auch hat, aber ich reglementiere das schon. Es gibt auch viele Erwachsene, die können das selber nicht reglementieren, vor allem das Handy. Also die finden manchmal selber kein gesundes Maß. Und wie sollen es dann Kinder und Jugendliche schaffen? Was ich gut finde, dass die Jungs auch oft mit ihrem Tablet oder mit meinem Laptop auch die Anton-App machen. Das ist eine kostenlose App. Und da können sie so Aufgaben zu den Themen Mathematik, Deutsch, Sachkunde, Musik machen. Bis zur 8. Klasse geht das, von der 1. bis zur 8. Klasse. Und da kann man auch sich so Münzen erarbeiten sozusagen. Ja. Und mit den Münzen kann man dann so ganz kleine Spiele spielen. Also indem man halt zum Beispiel auf Mathe geht, dann gibt es so Tests wie von 1 bis 5 zählen. Und da gibt es dann Tests wie, dass du die 1 zeichnen musst. Und wenn du dann die 2 zeichnen musst und die 1 und beides geschafft hast, kriegst du eine Münze. Ah, so läuft also, das. Du musst es halt auch mit Sternen schaffen. Sternen schaffst, also einen Stern kriegst du halt
indem du nicht so viele, also man kriegt halt Stellen, indem man nicht so viele Fehler macht halt. Ja, ich muss noch dazu sagen, dass ich ja auch am Laptop und PC arbeite, teilweise auch am Handy. Das sehen die Jungs ja auch. Also ich kann es ja auch nicht ganz verbieten oder ganz so weit runterschrauben, weil ich ja selber damit arbeite. Ich wünsche mir einfach, dass sie einen vernünftigen Umgang damit finden und eben ihre anderen Potenziale oder anderen Interessen einfach nicht vernachlässigt werden. So, da können wir mal weitergehen, Jungs. Ist die nächste Frage, was sind eure Lieblingstiere? Mein Lieblingstier ist einmal Hund, einmal Riesengürtelschweif und einmal die Maus. Also viele werden wahrscheinlich nicht wissen, was ein Riesengürtelschweif ist. Das ist sowas ähnliches wie eine Echse, aber... Das ist eine Echse. Ja. Aber die ist so klein, da hast du mir mal ein Foto gezeigt. Ja, das ist da lag so die so auf einer Hand so eingerollt. Ne? Ja, also das war zwar ein bisschen gruselig, weil das so irgendwie schwarze Augen hatte, aber dann ist mir aufgefallen, dass einfach nur die Pupillen riesig waren. Das hat es noch süßer gemacht. Das war halt ultra süß. Und mein Lieblingsfabeltier ist übrigens der Greif. Mhm. Mein Lieblingstier ist die Eule. Und mein Lieblingsfabeltier ist der Drache. Und nebenbei gemerkt, YouTube ist, glaube ich, für sich das gemacht. Warum? Weil er so... Also, richtig gut sprechen kann irgendwie. Also, ich traue mich nicht. Was sag ich jetzt halt? Ja, Silas ist immer so einfach so die. Der quatscht einfach drauf los. Ja, halt Plappertasche, wie du sagst. Eine Plappertasche ist unsere Plappertasche. Sag ich ja, dann immer gerne. Ja, Besuch da bist du auch. Was, wenn Besuch da ist, bin ich die Plappertasche. Simon sagt immer dann was, wenn es nötig ist. Ja. Nicht um jeden Preis sagst du was, immer dann, wenn es nötig ist. Die nächste Frage: Und mögen die beiden die Stadt Leipzig? Also ja, das ist eine meiner Lieblingsstädte und meine Zweitlieblingsstadt ist Schwarzenberg. Also ja, ich mag Leipzig. Und Schwarzenberg ist meine Heimatstadt, die befindet sich im Erzgebirge. Ich mag Leipzig, auch wenn das Viertel, wo wir wohnen, nicht so schön ist. Warum magst du das Viertel nicht? Ja, sie wird so ein bisschen sprayt und so. Ja, wir wohnen hier in einem bisschen alternativen Viertel im Süden von Leipzig und ja, hier sind immer die ganzen Häuser besprüht. Wir haben vorher in einem etwas gehobeneren Viertel gelebt, im Waldstraßenviertel. Und ja, das ist schon erstmal so ein Stilbruch, so, wenn man dann hier in den Süden zieht. Das ist schon ein bisschen anders. Aber dafür sind wir hier ganz nah am Wildpark, am Aquapark, an den Seen. Also wir sind ganz schnell in der Natur und das hat auf alle Fälle Vorteile. Die letzte Frage von Marvin. Und wann kommen die Jungen mal richtig in ihren Videos vor? Also, wenn du in unserem Kanal meinst oder auf Mamas Kanal, keine Ahnung. Also, auf meinem Kanal werde ich mich höchstwahrscheinlich schon mal zeigen, irgendwann mal, aber weiß ich nicht wann. Und Simon, sieht man dich mal irgendwann? Nee. Also, die Jungs zeige ich auch in meinen Videos eher so von hinten, von der Seite oder meine Hand oder so, aber oder das Gesicht nicht. Also einfach, um die Persönlichkeit meiner Jungs zu schützen. Und ihr seht ja, es war auch ganz gut, dass ich das nie gemacht habe, weil Simon würde das, glaube ich, jetzt schrecklich finden, ne? wenn man dich immer hätte sehen können. Ja, also vielleicht in irgendwann ein paar Jahren. Ich will nicht, dass man mich sieht, weil... Wegen Privatsphäre. Ja. Datenschutzgesetz. Ja, ich bin eine Date. Das weiß doch jeder. Du bist eine Date. Okay, dann haben wir erstmal so die ersten Fragen beantwortet. Hier, jetzt noch eine Frage. Wer sind die Vorbilder deiner Kinder? Also, mein YouTube-Vorbild ist einmal German Let's Play und einmal Mama. Oh, ist aber süß. Und Simon? GLP und Lexify. Wer? GLP und Lexify. GLP also ist German Let's Play. Ist auch German Let's Play. Ja. Sind deine Kinder gerne bei ihrem Vater, weil sie dann normal, in Anführungszeichen, essen und leben können? Ja. Also ich bin generell auch gern bei Papa, aber gerade nicht so oft. Also ja, also ich bin auch gern bei Papa, weil ich dann normal essen und leben kann. Also leben, lebe ich ja eigentlich normal, so für mich, aber normal essen... Was gibt's beim Papa anders zu essen? Ja, was ist bei uns nicht andere. zum Beispiel andere Schokolade, andere. Überhaupt Schokolade? Was? andere. Als ob es hier keine Schokolade gibt. Ja, also ich will doch nur sagen, dass es eine andere Schokolade auch gibt. Dann noch zum Beispiel anderes Eis und. Also ich bin aber nicht nur deswegen gerne bei Papa, ich bin auch gerne bei Papa. Also. Mehrere Sachen. Erstens, du hast endlich mal als ob gesagt. Zweitens, fand es witzig, als du gesagt hast, normal da so mit Anführungszeichen mit Fingern gemacht hat, also mit Fingern so Anführungszeichen gemacht hast. Aber das sieht halt niemand. Ja. Ja.
Ist es bei dir auch so, dass du auch gern beim Papa bist? Ja. Aber ja nicht nur, ne? Der Papa macht ja auch immer ganz tolle Sachen mit euch, lässt sich was einfallen und ist kreativ und überlegt sich immer, was er euch Schönes mit euch unternehmen kann. Jetzt kommt noch, ich glaube, diejenige Person hat noch eine Frage gestellt. Ist deinen Kindern diese Lebensweise vor anderen Kindern peinlich? Also ich denke mal, die Ernährung und vielleicht auch das alternative Schlafen und Kosmetik, also alternative Kosmetikprodukte und Bambuszahnbürste. Also das Essen, das ist mir eigentlich nicht peinlich. Das ist mir halt einfach nicht peinlich. Simon? Nope. Wir hatten ja zum Beispiel über Nacht einen ganz spontanen Übernachtungsbesuch. Simons Kindergartenfreund, der ist jetzt gerade auf Deutschland besucht, der lebt schon seit 5 Jahren in Senegal. Der ist mit seiner Familie ausgewandert dahin. Die Mama ist hier aus Deutschland, der Papa aus dem Senegal. Und der hat gestern ganz spontan bei uns übernachtet und da hat die Mama ihn hier gelassen und hatte natürlich keine Übernachtungssachen dabei. Und da habe ich ihm einfach auch eine Bambuszahnbürste in die Hand gedrückt. Und er hat das Zahnpulver von meinen Jungs. Er hatte irgendwie 10 Minuten geputzt. Ja, der hat 10 Minuten. Es hat ihm wahrscheinlich so gut geschmeckt, das Zahnpulver. Das gibt es nämlich ganz neu von Lebenskraft pur, ein Kinderzahnpulver aus noch 4 Zutaten. Kannst du ein Werbevideo drüber einblenden? Ja, jetzt muss ich Werbevideo einblenden. Also das testen wir jetzt auch seit 2 Wochen und die Jungs sind ganz begeistert. Die haben davor so Zahnpasta aus Kokosöl und Birkenzucker verwendet. Hat aber auch geschmeckt. Das hat auch geschmeckt. Aber das Zahnpulver finde ich in dem Sinn praktisch, wenn ihr zum Beispiel zum Papa geht, da kann nichts schmelzen und auslaufen. Ne? Manchmal bei einer Zahnpasta muss man ja gucken mit Kokosöl, wenn es warm ist, dass das Glas immer zu ist und so. Ein Pulver ist halt einfach gerade auf Reisen oder wenn ihr zum Papa geht, praktisch. Und die Jungs waren so ganz begeistert von dem Zahnpulver und der Saliu hat damit 10 Minuten die Zähne geputzt. Ich glaube, dem hat es gut geschmeckt. Er war ganz verwundert, dass das süß schmeckt, ne? Dass das Zahnpulver süß schmeckt, weil da ist ja auch Birkenzucker drin. Ja, das kann man auf alle Fälle empfehlen, das Zahnpulver. Das verlinke ich auch mal unten in der Infobox. Also für Kinder ist auf alle Fälle sehr gut geil. Ja, Werbevideo, Simon. Erinnere mich immer gut dran. Sehr gut. Jetzt die nächste Frage. Aber eigentlich hatten wir das schon mal. Ja, gut. Habt ihr schon mal Fleisch probiert? Falls ja, wurde euch vorher erklärt, was das genau ist und hat es euch geschmeckt? Also ich war da bei Papa, als wir noch in der alten Wohnung gelebt haben. Und also der ganz, ganz alten. Von und, Papa der Wohnung in der Waldstraße. Ja. Okay. Und da, ja, ich habe aus 2 Gründen aufgehört. Erstens, die armen Tiere. Zweitens, ist einfach nur was ich noch sagen möchte. Und zwar esse ich immer noch ganz selten mal Fisch oder Fischstäbchen. Anderes Fleisch esse ich nicht. Oder Käse halt auch manchmal. Anderes Fleisch esse ich wirklich nicht. Und drittens wollte ich noch sagen, der nächste Grund, wieso ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, ist, ja, bei Papa in diesem alten Wohnung haben wir mal, glaube ich, Hühnchen gegessen oder sowas. Habe ich noch Fleisch gegessen. Und da war dieses Fleischstück, was ich bekommen habe, so hart, dass ich dann kein Fleisch mehr essen wollte. Das war der zweite Grund. Also eigentlich war es so groß, dass du nichts abbeißen konntest. Nein, es war so hart. Nicht so hart? Es war hart, ja. Es war einfach hart. Da waren mehr Knochen als Fleisch dran. Ich hatte aber auch mal ein Erlebnis, als ich ein Kind war. Das war noch in den 80er Jahren. Da waren wir irgendwo, waren wir denn da am Filzteich? Und da wollte ich, waren wir da baden, weiß ich schon, oder waren wir noch spazieren? Ich wollte was essen und da gab es auch, früher nannte man das Bräuler. Auch was? So gegrillte Hähnchen. Ach so, ja. Die sind früher Bräuler. Und dann hat meine Mama mir einen Bräuler gekauft und er war noch so halb blutig. Dann habe ich da reingebissen und es war noch so halb roh. Da habe ich dann nie wieder Bräuler gegessen. Kann man sich das echt abgewöhnen, wenn man das nicht richtig gut zubereitet. Simon ist ja die ersten 2,5 Jahre vegan aufgewachsen und durch seinen Papa hat er natürlich dann auch nach und nach auch mal Wurst probiert und Käse und Eier und isst ja heute alles, aber zu Hause zu, würde ich mal sagen, 95% schon vegan hier bei mir und viel Rohkost. Und als er das erste Mal Fleisch probiert hat, er war dann auch so jung, da habe ich dann auch nichts weiter erklärt. Und beim Silas, habt ihr ja nie Fleisch probiert. Ja. Das war eher beim Papa oder eben bei Oma, Opa dann eher. Und Simon, dir schmeckt das Fleisch noch? Mhm. Aber es gibt doch manchmal Phasen, wenn Simon bei seinem Papa ist, dass er sagt, oh, dieses Wochenende habe ich kein Fleisch gegessen, nur Käse. Ne? Also Simon weiß auch schon die Hintergründe. Ich habe mit ihm auch teilweise schon mal Earthlings geguckt. Mal so was sind Earthlings? Ein Ansatz. Na, so ein Film, da geht es eben auch um die Massentierhaltung. Also generell, wie Tiere ausgebeutet werden von Menschen. Da geht es auch um Pelz. Aufhören, bitte. Ja, müssen wir jetzt gar nicht. Das hat Simon sehr mitgenommen. Und das, ich denke, achte da jetzt einfach bewusster drauf. Ich habe auch gesagt, es geht auch gar nicht darum, nie wieder Fleisch zu essen. Aber wenn, dann wirklich darauf zu achten, wie oft man es konsumiert und vor allem, wo es herkommt, wie es hergestellt wird, wie die Tiere gehalten werden, wenn man schon Fleisch essen will. Genau, über zur nächsten Frage, sonst wird Simon hier noch ganz bleich im Gesicht. Ich bin schon bleich, beziehungsweise ich schwitze. Okay.
Kennt ihr andere Kinder in Deutschland und Europa, die gleich leben wie ihr? Beziehungsweise würde ich mal sagen, so ähnlich leben, so von Ernährungsweise, vielleicht auch ein bisschen also alternativer leben? Ja, ich kenne Leute von zum Beispiel Potlucks oder sowas, aber ich kenne nicht Freunde, glaube ich. Also mir fallen keine Freunde ein. Mir fällt einer ein. Fällt euch keiner ein? Simon, fällt er dir noch ein? Ihr habt einen Freund, der so ähnlich lebt. Jonas. Nein. Manu. Ja, genau. Wir kennen den Manuel, der lebt auf Sizilien mit seiner Mama. Und den haben wir jetzt schon 2 Jahre hintereinander weg. Waren Mama, datenschutzgerecht. Ja, ich sage keinen Hintername und ich blende ja, kein musst, Foto ein. Warte, okay. Ich habe eine Idee. Ich kann einen Piep nur, drüber machen. Piep. Nee, du musst auch so einen Pudding drüber. Pudding. Ja, ich kenne einen Pudding. Er lebt auf Sizilien und der Pudding. Also wir waren jetzt schon 2 Jahre hintereinander im Sommer auf Sizilien. Da haben wir den Manuel kennengelernt. Das ist der Sohn von der Tora Sattler, die auch im Internet unterwegs ist, zumindest auf Facebook, und auch schon Bücher zur Rohkost geschrieben hat und früher auch so Rohkost-Workshops gemacht hat. Der ist 15 und der lebt auch so von der Ernährung. Also eigentlich noch, der lebt ja nur von Rohkost, ist ja eigentlich nur ein Rohköstler. Ja. Und der lebt auch so ein bisschen alternativer. Der Manuel. Achso, ja. Und dieses Jahr fahren wir wieder nach Sizilien und besuchen wieder den Manuel. Da kam noch eine Frage. Wie findet ihr euren Mitbewohner Henry? Ja, der hat noch Stiefvater geschrieben. Also ich würde ausdrücklich betonen, Mitbewohner Henry. So, unser ja. Mitbewohner. Wie findet Nicht ihr euren Stiefvater? Ja, erzähl mal. Ja, also ich finde den gut, ja. Also nicht gemeint, sowas ja, halt. Er ist ein echter Henry. Ja. Ein echter Henry. Was ist denn ein echter Henry? Ja. Nein. Was schätzt du am Henry? Dass er lustig ist zum Beispiel oder dass er nett ist. Ja. Okay, jetzt zur letzten Frage beziehungsweise zum letzten Thema. Das hat auch ganz viel interessiert. Da gab es ganz viele Fragen dazu. Hier schrieb zum Beispiel eine, falls dir, liebe Silke, diese Frage zu persönlich ist, muss sie selbstverständlich nicht beantwortet werden. Wie sieht es eigentlich mit dem Vater deiner Söhne aus? Haben sie die Möglichkeit, ihren Papa zu sehen? Und hat auch eine andere Zuschauerin So was Ähnliches gefragt, eure Eltern sind getrennt, wie oft seht ihr euren Vater und wie ist es für euch, mit getrennten Eltern aufzuwachsen? Fehlt euch als Jungs der Mann bzw. der Vater? Also eine ganz, ganz wichtige Frage und ich schätze mal, dass viele Zuschauer da schon gespannt auf eure und unsere Antworten sind. Wir können erst mal sagen, seht ihr euren Papa regelmäßig? Ja. Ja. Also ich jedes Wochenende, sie jetzt manchmal. Jedes zweite Wochenende. Also ja, regulär ist so eigentlich so, dass sie ihren Papa jedes zweite Wochenende sehen. Und die Hälfte der Ferien und manchmal aber auch noch mal einen Tag noch an dem anderen Wochenende. So je nachdem, wie es der Papa einrichten kann oder ob wir irgendwas geplant haben. So Jungs, und wie sieht es damit aus, dass ihr mit getrennt lebenden Eltern aufwachst? Wie ist das für euch? Also ich finde jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm wie Sima, dass sie getrennt sind. Weil ich ja erst gelebt habe, als die schon auseinander waren, halt nicht mehr zusammen. Und Mama sagt auch, dass es immer besser ist, wenn die Eltern auseinander sind. Getrennt sind und glücklich, als wenn sie zusammen sind und unglücklich. Ja. Simon? Ich finde es nicht gut, dass Mama und Papa sich getrennt haben, weil ich gern noch erlebt hätte oder gern noch erleben würde, wie. Ja, was sag ich eigentlich? Das klingt so, als wenn ich bald sterben würde oder so. Also ich würde gerne. Also, dass sie wenigstens noch mich länger zusammengeblieben wären, dass ich das noch mich besser daran erinnern könnte oder so. Hm. Ja, für Simon war es schon schwer. Er hat es fast, ich bin in der Schwangerschaft, haben wir uns erstmal räumlich getrennt und als Silas ein Jahr alt war, dann richtig. Und Simon hat es ja noch miterlebt, das Familienleben, und er hat dann immer schon sehr, er ist so der Leidtragendste von uns allen, glaube ich, dass ich das immer wieder gern zurückgewünscht hat. Was? Bist du nicht leidtragend? Nee, man hat sich ja getrennt. Nee, ich habe mich ja getrennt. Also ich habe ja damit am ehesten noch abgeschlossen von uns allen Vieren. Ich war ja die Erste, die Entscheidung getroffen hat und damit irgendwann auch ins Reine gekommen ist. Ja, wie Silas das auch schon gesagt hat. Soll ich mich reden? Also nicht. Ja, wie Silas das auch schon gesagt hat, bin ich auch immer. Ich sage das eben auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich finde es halt besser, wenn man sich dann trennt. Wenn man wirklich unglücklich ist über einen längeren Zeitraum und wirklich auch das Gespür hat, das funktioniert nicht mehr, oder man behindert sich eher so auch in seiner Entfaltung. Man kann sein Potenzial nicht ausüben oder entfalten. Dann ist es besser, wenn sich die Eltern trennen. Und dann besteht für beide Elternteile eben die Chance, entweder mit sich allein oder mit jemandem anders einfach glücklich zu werden
und eben sein Potenzial zu entfalten und weiter wachsen zu können. Und dann haben eben auch die Kinder was davon, wenn es den Erwachsenen gelingt, wieder glücklich zu werden, unabhängig voneinander, dann haben auf alle Fälle auch die Kinder was davon und es ist ein Gewinn. Vorausgesetzt, die Eltern nutzen diese Chance. Es gibt ja auch viele Eltern, die wegen den Kindern zusammenbleiben und dann ist es zumeist ein unharmonisches Zusammenleben und die Kinder spüren das ja auch unterschwellig, wenn die Eltern sich trotzdem nicht mehr so viel zu sagen haben und es eher so eine Zweckbeziehung ist. Das finde ich dann auch nicht so förderlich. Also da gibt es vielleicht auch Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben. Es gibt bestimmt auch Menschen, die Erfahrung gemacht haben, ja, meine Eltern sind wegen Kindern zusammengeblieben. Es war zwar nicht immer harmonisch, ich fand es trotzdem gut. Und es gibt Kinder, die vielleicht sagen, ja, meine Eltern sind wegen uns zusammengeblieben, aber es war überhaupt nicht gut, die hätten sich eher trennen sollen. Also es gibt da wahrscheinlich gar keinen einheitlichen Konsens, was das Beste ist. Wichtig ist natürlich, einen guten Weg zu finden, die Kinder eben harmonisch und positiv zu begleiten. Das ist uns nicht immer gelungen, dem Papa und mir. Wir haben dann doch unterschiedliche Ansichten. Wir wollen beide das Beste für die Kinder, aber haben eben unterschiedliche, sage ich mal, Wege, wie wir das erreichen wollen. Und das war manchmal schwierig. Da gab es auch oft Diskussionen und ein bisschen Streit. Manchmal hat es sehr gut funktioniert, manchmal weniger gut. Wir mussten uns dann oft zusammenraufen. Wir haben auch so Beratungen in Anspruch genommen. Letztes Jahr auch mal eine Mediatorin. Das war auch sehr gut. Also wir versuchen, den bestmöglichsten Weg zu finden, die Jungs zu begleiten und zu unterstützen, was nicht immer einfach ist, aber wir geben unser Bestes. Ich würde auch erstmal sagen, das war's. Wir haben noch ganz, ganz viele Fragen übrig. Die werden wir in den nächsten Monaten in weiteren Q&A-Videos beantworten. Ich freue mich über euer Feedback zu unseren Antworten, zu euren Fragen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald. Tschüss. Das war's mit dieser Folge und in der nächsten Folge erwarten euch spannende Action, wilde Verfolgungsjagden und wer wird der Mörder sein? Silas Leopold oder Silke Leopold? Oder vielleicht ein ganz anderer? Keine Ahnung, geht's, was das Video sein? Filmwerbung.